Hallo Community, ich bin heute hier in Dahlheim bei der Firma Eska und bei mir sitzt der Ludwig. Ludwig, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Ludwig Stommer. Ich bin bei der Firma Eska zuständig für den Einkauf und für die Produktentwicklung und freue mich, dass ihr heute da seid. Ja Ludwig, wir haben im Vorhinein schon gesprochen und soweit ich das rausgehört habe, bist du sehr gut informiert im Thema Einsatzhygiene für Feuerwehren. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was da wichtig ist und wie da Eska auch mitspielt in der Handschuhentwicklung? Das Thema Hygiene natürlich hat in den letzten 3 Jahren enorm an Brisanz dazugewonnen. Wir erinnern uns, da ist das Thema Feuerkrebs richtig publik geworden, auch die ganzen Foren und immer mehr bei den Veranstaltungen und in der Aufklärung bei den Feuerwehren. Der Feuerkrebs, die Partikel, was an der Uniform haften, nicht nur die, was durchgehen, sondern was an der Uniform haften, muss halt dann die Wäsche bei 60 Grad gereinigt werden. Mhm. Also es ist kontaminiert und da ist halt die Hygiene dann immer mehr und mehr in den Fokus gerückt. Und dass ich dann kurz ausführe, die Wäsche ist halt das, was an einer Schutzausrüstung am meisten sag ich mal, sehr, sehr viel Stress verursacht beim Material. Da haben wir halt Performance verloren. Das haben wir gesehen in der Vergangenheit, wenn man Handschuhe wäscht, speziell im Schnitt, verlierst du Performance und da war halt die enorme Herausforderung, dass man auch nach den Wäschen immer noch sehr gute mechanische Werte hat. Mhm. Und das heißt jetzt habe ich einen Brandeinsatz gehabt, da ist Feuerwehrmann, ja. Und dann fahre ich noch einen Einsatz heim und nehme mir die Handschuhe mit und schmeiße die daheim in die Waschmaschine und tue das Waschmittel vom Hofer dazu und das ist dann super. Ja, nein, im optimalsten Fall macht man das nicht. Also wenn ich wirklich aus der einen Brandbekämpfung kam, dann ist ja meine Schutzausrüstung wirklich kontaminiert. Mhm. Ich sollte im besten Fall gar nicht mehr mit der Ausrüstung direkt mit der Haut in Kontakt kommen. Das heißt, es gibt spezielle Ausziehtechnik, das kommt dann in einen speziellen Wäschesack, der geht dann direkt in die professionelle Reinigung. Bei Handschuhen ist es so, Handschuhe ist ein bisschen empfindliches Produkt bei der Wäsche. Mhm. Wir empfehlen natürlich ausschließlich Waschmaschinen zu verwenden, stegfrei, ohne Stege und die Reinigungsmittel natürlich komplett weichspülerfrei. Okay. Ja, also wir haben da genaue Waschanleitung, da wird ein bisschen auf die Zusammensetzung des zu verwendeten Waschmittels eingegangen und ja, das ist da aufgeführt. Ich persönlich muss sagen, wenn ich Handschuhe im Feuerwehrwesen gewaschen habe, war das immer eine eher negative Erfahrung, weil die dann kaputt waren. Ja. Relativ schnell, wie ist das bei Eska? Achtet ihr da drauf bei eurer Produktentwicklung? Testet ihr das irgendwie? Also der Handschuh an sich ist natürlich speziell der Feuerwehrhandschuh. Ich meine, man muss sich das vorstellen, der Handschuh ist ja im Vergleich zu einem normalen Straßenhandschuh schwer. Ich habe einen D-Ring, ich habe zum Teil einen Karabiner, also den sollte man sowieso nicht mit reinpacken. Aber das sind halt alles Details, die was auch vergessen werden. Dann landet das ganze Ding, wie es ist, in der Waschmaschine, mhm, und wird dann da mit gewaschen, oft bei Schleudertouren bis 1400 Touren. Das sollte man alles vermeiden. Der optimale Waschgang wäre eigentlich schon Waschgang, also Handwäscheprogramm, wenn das die Waschmaschine hat. Und halt auch das zu verwendete Waschmittel, wie gesagt, ohne Weichspüler und stegfrei, dann habe ich auch das beste Waschergebnis, auch das schonendste Waschergebnis. Und halt die Trocknung ist ganz wichtig. Also auf gar keinen Fall einen Handschuh in den Trockner geben, sondern gibt es eine eigene Anleitung, wie man aufhängt. Man sollte den Luft trocknen, das wäre mit Abstand die schonendste. Oder wenn man hat einen Trockenschrank, ist auch geeignet, der Handschuh. Ja, super. Danke, Ludwig, für die vielen tollen Informationen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage ciao. Tschüss.